ging richtig gut los und mindestens auch genauso gut weiter. Das ist das Tor und wieder ist es Maxi Kamara. Ein Garant für die Haie. Ja, Maxi hat spielt eine gute Saison. Ich bin etwas vorsichtig, über einzelne Spieler zu sprechen. Ich glaube, dass wenn wir schauen, die Spiele, die wir gewonnen haben, haben wir mit richtig guten Mannschaftsleistungen gewonnen. Da tritt der Coach ein wenig auf die Bremse, aber gibt es zumindest ein kleines Extra-Lob. Maxi macht einen guten Job, hat seine Nominierung, glaube ich, sich auch redlich verdient in die Nationalmannschaft, jetzt zum Deutschland-Cup. Na, geht doch. Verdient hat er es in jedem Fall. Es ist der beste Saisonstart von Kamara persönlich in der DEL. Zwischendrin mal 9 Spiele in Folge gepunktet. Insgesamt mehr Punkte als Spiele. Bockstarke Werte. Man kriegt es natürlich gesagt ab und zu, man kriegt es schon ein bisschen mit. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es wichtig, dass wir als Mannschaft einfach wieder vorne in der Offensive die Tore machen. Ich glaube, das fällt uns dieses Jahr eigentlich nicht leicht, aber leichter als letztes Jahr. Wir haben extrem große Qualitäten offensiv. Zu dieser Offensivqualität gehört auch rein Kollege Louis-Marc Aubry. Das ist dann quasi die Definition von Spielharmonie. Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Er trainiert und arbeitet wirklich hart. Das macht sich auch auf dem Eis bemerkbar. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Harte Arbeit, Spielfreude, Kaltschnäuzigkeit. Und wenn man dann noch so einen Lauf hat, dann kann Eishockey so locker leicht, einfach und erfolgreich sein, wie bei Maxi Kamara. Der Deutschland Cup, kostenlos bei Magenta Sport.